Ja, da war eben gerade mal ein sehr harter Cut zwischen. Ach, ich kann hier aufnehmen, wann ich will. Immer wenn ich aufnehme, kommt hier irgendwer rein. Das ist irgendwie so ein bisschen das Elend bei der ganzen Geschichte. Aber was wollte ich denn jetzt eigentlich machen, bevor das kam? Ach ja, Wasserräder. Genau, das wollte ich machen, bevor hier wer reinkam. Schlimm, schlimm. Diese Unterbrechungen, die finde ich immer ganz schlimm. Aber das ist immer, wenn ich aufnehme, komischerweise. Vorher, ne, da kannst du machen, was du willst. Da kommt dir keine Sau rein. Aber sobald du aufnimmst, dann kommen hier tausende von Leuten rein. So, jetzt haben wir schon mal 12 Wassermühlen. Wow. Wir brauchen im Prinzip... 9, 18, 18 Stück. Also, diese zwei sind noch ein bisschen wenig. Ach, Quatsch. Ich... Ne, das sind 16. Ja, das wären erst 16. Ist noch ein bisschen wenig. Also wir, aber egal, das ist schon mal gut, dass wir das schon mal haben. So, jetzt könnte ich ja mal mit Eisen was machen. Ich habe leider kein Eisen mehr, was geschmolzen ist. Doch, habe ich. Machen wir mal... Boah, scheiß die Wand an. Lieber nicht, dann stinkt's hier und es sieht total blöd aus. Das packe ich mal hier rein. Das brauche ich jetzt im Moment mal nicht. Wasserräder nehme ich mal mit. Die müssen auch gleich sitzen, weil wenn ich die mal abbaue, ne, dann ist das ganz schlecht. So, das nehme ich mal weg. 1, 2, das sind 3, 4 und 6. Naja, gut. Das nehme ich ja auch mal raus. Wir schmelzen mal. Was schmelzen wir denn mal? Ich wollte doch irgendwas schmelzen. Was will ich denn schmelzen? Hä? Ich wollte gar nichts schmelzen. Naja, gut. Jetzt brauche ich... Was brauche ich denn? Ich brauche 2 Eimer. Ach, ich weiß noch, was ich machen wollte. Ich brauche noch so viel Gummi, dass ich mir gar nicht erklären kann, warum. Ich brauche ja noch für die Strecke, wo es halt rausgeht und die Verbindungen dazwischen und. Ich nehme da ungern immer dieses Zinnkabel. Oh. Weil das verbraucht einfach... Also das verschluckt zu viel Strom, finde ich. So, dann wollen wir mal Wasser klauen. Aus unserem kleinen Graben. Wo klein ist er schon lange nicht mehr. Obwohl er... Hehe, ist klein ist er. Eigentlich. So, weg damit. Ich muss was mampfen. Ein Apfel wird mir reichen. Jö, der riecht auch nicht. Dann nehme ich doch mal gerne hier Melonen. So, Melonen. Braucht zwar ewig, bis man satt ist. Aber immer wenn der kleine Hunger kommt, dann haben wir gleich was. So, 20 Blöcke. Das wird auch nie reichen, glaube ich. 4 Stück noch. Das hat ja super gereicht. Na gut, welche Seite fangen wir jetzt an? Ich würde ja fast sagen, die unfertige Seite. So. Muss ich mir jetzt erstmal ausdenken, wie tief wir das überhaupt setzen. Auf jeden Fall ist einer tiefer zu, noch zu hoch. Weil ich möchte das gern so haben. Hier würde dann ja die Glasscheibe draufkommen, damit man dann halt unten in die Generatoren gucken kann. Das fände ich gar nicht mal so übel, die Idee. Aber es muss natürlich auch schon so sein, dass man da auch mal zur Not halt rein kann. Und das ist nicht ganz so... Ja, wir müssen das eigentlich mindestens 2 tief packen. Also ungefähr so. Aber mit 2 bin ich eigentlich relativ unzufrieden. Wir müssen also noch einen runter. Damit das auch nach was aussieht. So, hier mache ich mal einen kleinen Aufgang, dass ich auch wieder rauskomme. Ich weiß, was ich nicht... Wow! Alter Schwede! Alter Schwede! Ich hasse diese Scheißkatzen! Entschuldigung. Oh, jetzt bin ich aber wütend. Oh, jetzt habe ich natürlich wieder nichts, womit ich was machen kann! Entschuldigung. Der wird mich kennenlernen. Dieser Scheiß-Tiger.
Ich frag mich, warum die mich angreifen. Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Ja, greif mich ruhig nochmal an. Na, warte. Du wirst jetzt die Fresse poliert kriegen. Heia! Toll, jetzt geht auch noch das schöne Schwert kaputt. Boah. Alter, jetzt bin ich aber geladen. So. Jetzt habe ich mal alles gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Tut mir leid, wenn ich jetzt mal ein bisschen ausgefallen wurde, was ich normalerweise ja nicht mache. Das hat gerade so gut gepasst auch. Nee, ich bin gerade wirklich am... Boah, am Raddrehen hier gewesen. Oh Gott, zwei Schwerter war auch jetzt viel zu viel. Egal. Brauche ich noch eine Schaufel? Ja, ich brauche noch eine Schaufel. Bevor ich jetzt wieder zwei, dreimal hin und her laufe, mache ich die lieber gleich vorher. Oh, mindestens eine, das reicht erstmal. Und diese Tiere, ne? Ich habe ja noch nicht einmal gesagt, dass die irgendwie meine Ernte kaputt machen. Weil das machen die ja auch nicht, ne? Das war ja jetzt aufregend. Ach du hier. Da liegt ja mein Tree Trap noch. So. Schaufel. Ich hätte ja auch gleich mal die Erde eigentlich im Haus lassen können. Aber nein, Terrador. Warum das Ganze? Ey, das ist natürlich jetzt schön, dass hier Stein drunter ist. Nee, jetzt wirklich. Da muss ich gar nichts mit Stein auskleiden, weil hier endlich Stein ist. Perfekt, da geht's ja gar nicht. Aber jetzt gibt's bestimmt irgendwo eine Ecke, wo dann Erde drunter ist. Na, 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 die Spannung ist... Natürlich, es muss irgendwo Eisen drunter sein. Obwohl Eisen ja eigentlich auch nicht verkehrt ist. So, jetzt darf ich mich bloß nicht verbauen. Eins, zwei, drei... Ich will das mal ganz kurz mit Fackeln machen. Nicht, dass ich jetzt hier falschen Denkfehler habe. Ich weiß zwar nicht, wie man einen falschen Denkfehler haben kann, aber wenn man einen Denkfehler hat, hat man ja was falsch gedacht. Ja, so müsste es richtig sein. Gut. Dann setzen wir hier mal unsere Wasserrädchen hin. Und den Strom, den werden wir hinterher von unten beziehen. Also unten abzweigen. Also nochmal hier drunter. So. So ist es ja im Prinzip richtig. Jetzt muss ich nur erstmal Wasser irgendwie da unten verteilen. Dann gehen die eigentlich schon. Oh. Jetzt kann ich hier Wasser klauen. Ah, Wasser klauen, nicht wieder hinpacken. Oh, nächste Stelle hier. So, weiter. Einmal da. Oh, jetzt habe ich was Blödes gemacht. Jetzt habe ich hier nämlich das Wasser geklaut. Da hätte ich es hinpacken müssen. Jetzt hat es geklappt. Hier. Oh la la. Anno-Musik erschreckt mich manchmal so ein bisschen. So, eigentlich müssten die ja jetzt schon für Strom sorgen. Das werden wir später noch effizienter hinkriegen, wenn wir dann halt diese Ansteuerung dafür haben. Weil ein Wassereimer bringt nämlich mehr Strom. Muss das eigentlich fließen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, das kann da auch einfach drinnen stehen und das geht. Und es wird schon wieder Nacht. So, ich will ja natürlich raus. Irgendwie. La 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 la. So. Na, nicht die Windmühle. Die Wassermühle. So, ich müsste das Wasser gerne noch zum Stehen bekommen. Wir werden es ja später merken, ob wir Strom rauskriegen oder nicht. So, jetzt steht das Wasser. Und es hört sich so an, als ob hier unter eine Höhle wäre. Schön eigentlich. So. Dann gehen wir mal pennen. Eigentlich ist das gar nicht mal so übel als geworden. Mal gucken, wie weit
Oh, wir haben nur ei, 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 ei. Was ist denn das? Wo habe ich denn das her? Ziehen wir uns das doch mal an. Ach, ich bin ja gestorben, ich Idiot. Ich hatte ja schon was an. Ist ja nicht so, als ob ich hier nackt rumlaufen würde, ne? Ich glaube, das will auch keiner sehen. Oh, Kopfkino. So, Tintenbeutel, die packe ich mal hier mit rein. So, dann haben wir hier Flur. Ich finde die Musik auch irgendwie gerade gar nicht laut, ne? Ich lasse das jetzt einfach mal. Wenn man mich jetzt nicht versteht, dann liegt es daran, dass die Musik einfach zu laut ist. Ich habe ja gesagt, es ist nicht zu laut, ne? So viele Spitzhacken, wie ich hier habe, ist ja schon schlimm. Mir ist aufgefallen, wenn ich hier dieses... Das übersteuert irgendwie mal so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, wieso. Könnte vielleicht daran liegen, dass mein Mikrofon das irgendwie nicht ab kann. So. Melo... Ah. Ist ja eigentlich, dass ich total schlau bin. Ich habe nämlich die Melonen wieder weggepackt, dass ich auch nichts essen kann. Wenn man sie schon hat, dann soll... Was ist denn mit den Nachbarn da draußen? Ich höre hier so ein paar Nachbarn, glaube ich. Ich glaube es aber nur. Aber jetzt ist es irgendwie so still. Oh Mann, wie... Och, hi! Verbrenne! Oh, wo kommt ihr denn alle her? Wow! Kipp um, kipp um! Ich will jetzt nicht mehr da... Oh, Gehirn! Er hat mir Gehirnschmalz gegeben. Sein Erbsenhirn. Ah, hier, guckt mal. Zweig... Oh, das war viel. Das war auch nicht gerade wenig. Ist hier noch irgendwo was? Das sieht so aus, als ob da normalerweise Gummi wäre. Nee, doch nicht. Hm. Ah, hier, nochmal. So, das dürfte... Wie viele waren denn das jetzt? 7. So, im Prinzip, wenn ich jetzt schon mal dabei bin... Eine Kohle los. Die Axt habe ich rausgenommen. Nee, habe ich noch. Wenn das jetzt schon mal da brutzelt, dann mache ich nämlich mal eines. Und zwar das. Ah, Setzling. Ich habe natürlich eben gerade den Setzling auch wieder rausgenommen aus dem Inventar. Es ist irgendwie generell normal bei mir, dass ich sowas mache. So. Dann mache ich hier nämlich gleich mal im Zuge dessen, wenn das da drinnen noch brutzelt. Oh Gott. 4 würde ja im Prinzip reichen, aber ich weiß gar nicht, ob ich bis da oben hinkomme. Meine Hand ist zu lang, zu kurz. Was ich auch wieder kann, ist, dass ich die Axt einfach aus der Hand nehme. Oh, wir müssen auch mal überlegen, wie wir hier irgendwann mal hochkommen. Weil ich kann ja schlecht sagen, das ist ein Dachboden, wo man nicht mal hinkommt. Oh. So ist doch das schon um einiges besser. Jetzt müssen wir da nochmal dran. Das geht auch ganz schnell. Fällen wir einfach den Baum hier und dann hat sich die Sache gegessen. So. Jetzt brauche ich Holz. Ist ja ganz klar. Und die Axt. Und so. So, mal gucken. Habe ich noch was? Das sieht man sowieso nicht. Das sieht man aber. Komme ich bis da oben hin? Ja, ich komme da gerade so hin. Die Frage ist ja immer wieder, ob ich da auch mit dem Holzklotz hinkomme. Aber da komme ich gut hin. So, hier auch noch mal das Ganze. So. Mann, hier ist aber wieder Siedlermusik-Abenteuer. Das gibt's ja überhaupt nicht. Aber das könnte vielleicht daran liegen, weil ich so viel Siedlermusik einfach hier in meiner Playlist habe. Man könnte fast sagen, 50% des ganzen... Der ganzen Playlist besteht aus Siedler. Aber mit zu Recht, wie ich das schon mal gesagt habe. Weil die Musik, die ist ja wirklich grandios und klasse. Und bei der einen Folge, Scheibenkleister, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche das war. Auf jeden Fall eine der letzten Aufnahmesessions.
Ja, genau, doch, doch, ich glaube, das war, als ich aus der Höhle rauskam. Da wurde mir gesagt, Urheberrechtsverletzung. Nee, gar nicht wahr. Es wurde nur angedeutet, dass ich halt was von dritten Anwendern verwende. Also ich wusste ja gar nicht, dass so die Siedlermusik dazugehört. Aber okay, dachte ich mir dann nur. Solange es nichts Schlimmeres ist, geht das ja noch. Ist ja nicht gleich ein Verbrechen. Deswegen muss ich auch ein bisschen mehr darüber quatschen, aber manchmal bin ich halt ein bisschen zu ruhig wahrscheinlich für die Musik und dann kommen solche Sachen zustande. Ach du Kacke, was ist denn das? So viele Panther habe ich ja selten gesehen. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz. Da ist eine Schlange. Lalalala. Wenn ich singe, dann schalten wahrscheinlich 50% der Zuschauer sogar weg. Ha. Oh, Paul ist wieder da unten in seiner, ich nenne es mal Gruft. Ich will gar nicht wissen, wen er da schon alles aufgegessen hat. Weil der frisst ja so gut wie alles. Der frisst bestimmt auch einen Zombie oder sowas. Der kann doch gerade so rumkrepeln, der Zombie, und da wird er schon aufgefressen, wenn er an ihm vorbeiläuft. Ja, das ist unser Paul. Und ich muss ja auch mal diese Konstruktion hier mal wegmachen. So, jetzt haben wir natürlich wieder länger gebraucht als erwartet. Jetzt ist bestimmt schon tausendmal das Gummi fertig.